ist Rania und wir haben, wie ihr vielleicht seht, an diesem Design neuen Merch. Juhu, endlich ist es soweit. Ihr habt super lange gefragt, ob und wie und wo und wann wir denn mal neuen Merch haben. Und jetzt ist es soweit. Pünktlich zu Ostern haben wir zwei neue Designs im Shop. Auch neuer Shop übrigens, by the way. Also nicht mehr auf www.richtigronja.com, sondern neue Website. Ist der gleiche Anbieter wie bei Easy, also müsst ihr das da finden. Ansonsten hier. Erster Link in der Beschreibung. Da findet ihr den Merch. Hier ist die URL eingeblendet. Hier, groß. Also wie gesagt, schaut gerne im Shop vorbei. Wir haben dieses unglaublich süße Kätzchen-Design. Ja, cute as heck. Sieht sehr frühlingsmäßig aus. I love it. Und ich habe noch meinen Designer beauftragt, ein Osterdesign zu machen. Was? Es ist so niedlich, okay? Ich liebe es. Es ist wunderschön. Moment, ich zeige euch das auch. Tada! I mean, guckt euch die Häschen an. Ich finde es toll. Also, falls ihr gerne Merch hättet, dann schaut unbedingt beim neuen Shop vorbei und sichert euch als einer der ersten die neuen T-Shirts. Das Osterdesign ist nur limitiert. Das heißt, ihr könnt es nur bis Ostern, an Ostern selber, dem Tag, bestellen. Also, schnell sein lohnt sich. Und jedenfalls, das sind die neuen Designs. Das ist der neue Merch. Ich hoffe, ihr freut euch. Und dann legen wir los mit dem heutigen Video. Heute schauen wir. Wir haben uns operieren lassen, damit wir aussehen wie Zwillinge. Und wir haben eine Weile keine animierte Geschichte mehr geguckt. Deswegen geht es jetzt weiter, was mich super freut, weil ich finde das irre witzig. Ich weiß nicht warum, ich finde das irre witzig. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Hi, ich bin Tina. Hi, Tina. Ich bin hier mit meiner besten Freundin Mina. Nein. Das ist die Geschichte, wie wir uns operieren ließen, damit wir genau gleich aussehen. Wir sind quasi nebeneinander aufgewachsen. Unsere Mütter waren beste Freundinnen und waren sogar zur gleichen Zeit schwanger, sodass wir zur gleichen Zeit geboren wurden. Okay. Leider ließ sich Tina etwas Zeit und kam ein paar Tage später. Okay. Eigentlich ist sie immer noch dauernd zu spät. Also ein bisschen älter, aber wir haben unsere Geburtstage immer zusammen gefeiert und Partys geschmissen. Understandable. Hey, ich bin gar nicht dauernd zu spät. Ich brauche nur etwas länger, um meine Haare zu machen. Egal. Es war auf jeden Fall immer sehr lustig. Unsere Mütter haben uns immer genau die gleichen Sachen angezogen. Nice. Alle fanden uns immer super süß. Und hätten wir vom Gesicht her nicht so anders ausgesehen, hätte man uns glatt für Zwillinge halten können. Sogar unsere Namen reimen sich. Annabelle und Janelle? Wir haben immer dieses kleine Lied gesungen. Was ist denn Janelle? Ist Janelle ein Name? Janelle, ich höre das erste Mal in meinem Leben den Namen Janelle. Ich bin Tina und ich bin Mina. Warum? Und warum habt ihr denn Annabelle und Janelle eingeblendet? Ich frag nur. Wir so grinsen. Weil wir Zwillinge sind. Was soll denn das? Das war echt lahm, aber wir liebten es. Ja. In der Schule wollten alle mit uns befreundet sein, aber wir waren am glücklichsten, wenn wir nur zu zweit waren. Eines Tages kam ein neuer Junge in unsere Klasse und er sagte mir, dass er Mina hübscher fand als mich, weil sie blonde Haare hatte. Das habe ich nie vergessen. Es hat mich wirklich verletzt. Ein paar Jahre später, als wir 14 waren, half ich Tina dabei, ihr die Haare zu färben. Ihre Eltern rasteten aus, aber es war trotzdem cool. Ich liebe, wie sie auch ständig die Perspektive ändern. Sie sind so, ja, ich war nicht so beliebt. Sie haben gesagt, sie mögen sie lieber, weil ihre Haare blond sind. Und dann im nächsten Satz, ich habe ihr dann geholfen, ihre Haare zu färben. Du denkst, okay, die Braunhaarige, die redet, hilft der Blonden, aber die Blonde hilft der Braunhaarigen. I mean, what? Jetzt hatten wir nicht nur die gleichen Klamotten, sondern auch die gleiche Haarfarbe. Okay, Kontaktlinsen. Nächster Schritt, Kontaktlinsen. Meine Augen waren ein wenig kleiner als Tinas und hatten eine andere Farbe. Aber mit Kontaktlinsen und eine Menge Mascara sahen auch unsere Augen bald sehr ähnlich aus. Big Brain. In der Highschool fanden uns die Leute komisch. Als der Abschlussball vor der Tür... Ich habe diverse Ideen, warum das so ist. Ihr seid keine Zwillinge, hört einfach auf, euch gleich anzuziehen. Ihr seid in der Highschool, was ist falsch mit euch? Stand, gingen wir einfach gemeinsam. Nicht, dass wir uns auf so eine Weise mochten, aber eine von uns hatte kein Date und das wäre der anderen gegenüber nicht fair gewesen. Mina wurde nämlich von einem Typ gefragt, ob sie mit ihm hingehen würde. Ja. Aber er wollte nicht mit uns beiden gehen. Deswegen sagte Mina nein. Understandable. Nach dem Abschluss gingen wir natürlich auf die gleiche Uni und beantragten auch, ins gleiche Wohnheim zu kommen. Aha. Ich denke, okay, das dass okay. alle dachten, dass wir nur eine Phase durchmachen würden und dass wir irgendwann aufhören würden, uns gleich anzuziehen. Man kann es nur hoffen. Wir liebten es einfach so sehr, gleich auszusehen, dass wir zu unserem 18. Geburtstag einen Termin beim Schönheitschirurg machten. Ich entschied, dass ich Mina hübscher fand und deswegen musste sie nicht so viel an sich ändern lassen. Ich war glücklich darüber, mein Gesicht ihrem anzupassen. Aber es wäre nicht fair, wenn nur ich die Schmerzen ertragen müsste. Okay. Unsere Familien waren von der Idee nicht begeistert. Ich hasse es. Sie machten sich Sorgen. Ich hasse es. Und unsere Mütter machten sich Vorwürfe, dass sie uns als Kinder immer gleich angezogen haben. Jo, das kann doch aber keiner kommen sehen. Das hat doch keiner kommen sehen, dass das so schlimm wird. Es war alles, was wir je wollten. Und jetzt konnte es Wirklichkeit werden. Tut's Glücklicherweise bekamen wir einiges an Geld zu unseren 18. Geburtstagen geschenkt. Was wir für die OP benutzen konnten.
Wir entschieden, dass wir unsere Nasen ändern wollten und ließen sie schmaler machen. Okay. Zusätzlich ließ Tina die Form ihres Kinns ändern, damit es mehr so aussah wie meins. Aha. Wir beiden ließen uns auch die Lippen aufspritzen, weil wir dachten, dass wir dann noch süßer aussehen würden. Mistake, ja? Als Person, ja, die sich mal die Lippen hat aufspritzen lassen. Es sieht nicht gut aus, okay? Es sieht einfach nicht gut aus. Ich war bei einem richtigen Arzt, ich hab's machen lassen. Es sieht kacke aus. Ich hab's wieder auflösen lassen, by the way. Ich wäre so mad, wenn ich mit 18 eine Tochter hätte und die wäre so, ich will aussehen wie meine beste Freundin. Und ich lasse mein Kinn operieren und meine Nase. Ich meine, ich habe nichts gegen Schönheits-OPs, versteht mich nicht falsch. Aber doch nicht, um auszusehen wie, also wie seine beste Freundin. Brooke versuchte uns davon zu überzeugen, dass es keine gute Idee war. Dass es nicht normal war, genauso aussehen zu wollen wie jemand anders. Aber wir bestanden darauf und ihm blieb keine Wahl. Nach der OP lagen wir in einem Zimmer. Unsere Gesichter waren komplett bandagiert. Es tat alles weh, aber immerhin waren wir zusammen. Alter. Als wir ein paar Tage später endlich aus dem Krankenhaus kamen, vor allem, waren wir super aufgeregt. Seht ihr doch danach wir zogen unser Lieblingskleid an und gingen nach Hause, um unseren Eltern alles zu zeigen. Meine Mutter brach sofort in Tränen aus, als sie meine neue Nase sah. Sie fand, dass ich jetzt hässlich aussah und sagte mir immer wieder, dass ich einen riesen Fehler begangen hätte. Yo, das ist aber auch einfach mies von der Mutter. Komm nach Hause, freust dich voll, dass du dich operieren lassen hast. Deine Mama ist nur so, yo, bist hässlich. Tinas Mutter fiel fast in Ohnmacht. Wir sahen bestimmt etwas komisch aus, direkt nach der Operation. Ja, klar, Leute auf der Straße schauten uns komisch an und alle in der Uni waren geschockt. Irgendjemand nannte uns sogar Freaks. Aber es war uns egal. Wir waren einfach nur glücklich. Unser Kindheitstraum, Zwillinge zu sein, ist endlich wahr geworden. Aber wir waren beide 18 und hatten beide noch nie einen Freund gehabt. Warum also schlug wohl? Ich vor, dass wir uns bei Tinder anmelden sollten. Mhm, das ist immer eine gute Idee. Dort schrieben wir, dass wir Zwillinge sind und wir einen Typen suchen, der mit uns beiden ausgeht. No! Wir glaubten nicht, dass jemand daran interessiert wäre. Bitte aber es gab nicht. Tatsächlich Leute, die uns antworteten. Ja, die Weirdos! Die Weirdos antworten euch! Wieso tut man das? Wenn du dich auf einer Dating-Plattform anmeldest, da ist ein gewisser Prozentsatz Weirdos. Aber was zieht die Weirdos an? Zieht die Weirdos an, wenn du ein normales Profil schreibst und sagst, hey, ja, keine Ahnung, du bist auf der Suche, dies, das, Ananas, schreibst ein paar Randfakten über dich, meinetwegen. Aber du stellst dich doch nicht als Zwillingsprofil rein, sagst, wir sind Zwillinge, obwohl ihr keine seid und ihr sucht einen gemeinsamen Freund. Date war eine Katastrophe. Er dachte, dass wir nur einen Dreier wollten. Aber als wir sagten, dass wir wirklich nach einem Typen suchten, der mit uns beiden zusammen sein wollte, war er schockiert und ging einfach. Die meisten unserer Guck mal, Dates das ist so doch ab. Ein Alarmsignal, wenn die Leute auf Tinder, der Plattform mit den niedrigsten Ansprüchen, ja, Ansprüche hier unten, wenn die sagen, ihr seid komisch und weglaufen, dann ist irgendwas nicht richtig mit euch. Haben die euch bei der OP das Gehirn entfernt oder was? Keiner Wieso? Wollte sich dauerhaft mit uns beiden treffen. Ja! Dann hatten wir eine Idee. Nach der Uni wollen wir irgendwo hinziehen, wo Polygamie legal ist. Und dann können wir den gleichen Mann heiraten und für immer glücklich zusammenleben. Ja, den meisten Leuten kommt das bestimmt komisch vor. Und unsere Familien sind darüber auch nicht besonders glücklich. Aber wir lieben es, einfach gleich auszusehen. Und es wäre super, wenn wir eines Tages sogar den gleichen Nachnamen hätten. Hoffentlich eines Tages. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ich meine, wir wissen, dass die Geschichten frei erfunden sind. Das ist nicht wirklich stimmt. Aber wer sitzt denn da und schreibt so einen Dreck? Gut, wenn euch das gefallen hat. Aus Gründen, die niemand versteht. Aber falls es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch. Der schreibt einen Kommentar, falls ihr Top-Kommentar im nächsten Video werden möchtet. Checkt den Merch aus und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!